Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Total War Warhammer 3 Champions of Chaos. Wir haben noch einen Kommandanten, den ich euch vorstellen möchte, und das ist hier der verdrehte Zwilling oder Village der Verfluchte. Er ist ein Champion des Siege und zehrt deswegen natürlich auch von dessen Vorteilen. Er startet mit einer Einheit Chaosritter mit Lanzen, einer Einheit Chaoskrieger, einer ganz normalen Chaos-Barbaren-Truppe und einer Einheit Chaoskrieger mit Zweihandwaffen, wobei man dazu sagen muss, dass die Chaoskrieger-Einheit, die eine, die ist von Siege, ne? Die hat auch Barriere. Dann haben wir auch noch ein paar Pferdeherren und Fraktionseffekte. Vasallen, auch hier ist die Vasallen-Aktion am Start, zusammen mit den dunklen Festungen, haben eine erhöhte Barrierentrefferpunktezahl, welche auch Siege-Korruption verbreiten können. Er hat darüber hinaus Zugriff auf die Wandlung der Wege und seine Streitkräfte erhalten Vorteile, wenn sie über mächtige Winde der Magie verfügen, also das, was wir im Grunde von Kairos kennen und auch von Dämonen. Wandelt einen Teil der eigenen Verluste in der Schlacht in Seelen um, was interessant ist. Das hätte ich beinahe eigentlich ihr Korn zugetraut. Hat Zugriff auf die Teleportierenstellung des Siege. Seine Kommandanteneffekte. Er raubt 15% der Erfahrung, die andere Kommandanten verdienen. Passive Fähigkeit ist der verdrehte Zwilling. Das bedeutet, dass wenn er zaubert oder sich im Nahkampf befindet, geht dieser Ticker hier hoch. Das bedeutet, er wird effektiver im Zaubern und im Nahkampf innerhalb einer bestimmten Grenze, die hier eingeblendet ist. Darüber hinaus sind die Benutzungskosten für die Teleportierenstellung um 25% der Winde der Magie reduziert, aber nur für seine eigene Armee. Wir starten hier, ja, ganz klassisch in Norskar und gehen mal rein. Deep in the Chaos Wastes, a deadly battleground harbors dark promises. For its victor, great favor from their sadistic god. For the slain, damnation. In ancient Zambaijin, an accursed altar thrums with immense power. By Ursin's cataclysmic death cry, its eternal seal is weakened. Countless souls of fallen warriors, now laid bare. A ruinous harvest craved by the dark gods. Whispers of change reach Village the Curseling, the forsaken master of misrule. A chance to prove his worth to his scheming master, Siege, the architect of fate. None is worthy to enact his plans but me. The souls shall be claimed, and with them, apocalypse is certain. But what horrors await the world? May the greatest champion prevail! Ich glaube, Village hat einen nahen Verwandten im Harry Potter-Universum. Silence, fool! I shall summarize our situation. It is my plan, after all. I desire this altar, but the dredges of this backwater claim it. End them. More vassals are required. Puppets to enact our scheme. Raise a dark fortress in the ruins of the Citadel. Once we have an army worthy of the Twisted Twins, then we will march south. Past Troll Country lies Kislev, ripe for the picking. But they're an enemy. Kostaltin rules a pitiful religion. Yes, we shall, brother. There's much to do, much to do. Then get on with it! Okay.
Es geht ja auch wieder um Sanbai Jin, ne? Wir sammeln Seelen. Das wissen die meisten von euch wahrscheinlich bereits schon. Also diese Währung hier, Seelen einsammeln durch Schlachten und das Niederreißen von Festungen. Dann können wir mit der Zeit hier den Pfad nach Sanbai Jin hier freilegen und am Ende ein mächtiges Ritual wirken und damit gewinnen. So, der verdrehte Zwilling hier, der startet hier schon, ja, wie ich finde, sehr, sehr tough hier mit der Truppe hier. Wir holen jetzt uns erstmal hier einen Hexer hier, der heißt sogar Hetzxus. Hetzxus. Gott, was für ein Name. Den packen wir jetzt hier noch in die Truppe hier hinein und hauen jetzt erstmal hier auf diese Bande drauf. Und ich denke, das können wir auch berechnen. Da haben die Chaos-Barbaren aber gerade ganz schön gelitten, ey, ich sag's euch. Aber ihr seht, na, wie mächtig diese Barriere ist. Da ist fast gar nichts passiert. Wir holen uns die Verlustverstärkungsrate. Und haben jetzt hier schon mal den Pfad des Ruhms freigeschaltet. Für unseren Helden an der Stelle hier. So, dann werden wir nochmal ein paar Truppen hier hinein rekrutieren. Ich bin nur überlegen, ob ich das jetzt zusammenlegen soll, ausnahmsweise mal. Denn die bekommen ansonsten zu viel Schaden und werden auf jeden Fall vernichtet werden. So, damit schauen wir uns mal Village hier mal genauer an. Denn der ist ja ein besonderer, ein Doppelcharakter. Er hat einen klassischen Marschierer. Er hat eine klassische herrschende Präsenz, um die Einheiten hier zu verbessern, wie man hier sehen kann. Da ist nichts Besonderes dabei. Blaues Feuer des Zinsch, er hat die Leere des Zinsch und weil er halt also beides ist, sowohl ein mächtiger Nahkämpfer als auch ein mächtiger Magier, hat er hier ein kombiniertes Profil, wie ihr sehen könnt, also jetzt nicht besonders mega stark, aber auch nicht sehr schwach, wie ein normaler Zauberer es wäre. Er hat auch dann die Möglichkeit hier den höllischen Champion hier zu verfolgen, um mehr Nahkampfpotenzial mit der Zeit zu entwickeln. Aber das Entscheidendste bei ihm ist hier Schwert und Zauberei. Er kann hier Warp-Flammen-Attacken ab Stufe 12 bekommen und seine Barrierentrefferpunkte können hier um 200 weitere hier steigern. Momentan hat er 745, dann wären wir bei 945. Danach kann er die Wendung des Schicksals bekommen. Das sorgt für Verlustverstärkungsrate bei Verstoßenen des Zinsch und Bruten des Zinsch für seine Armee. Ihr seht also, er ist eher auf solche Einheiten ausgelegt. Und da bin ich ehrlich gesagt noch nicht so hundertprozentig sicher, wenn da nicht noch ein paar weitere Boni kommen, ob das so geil ist, denn nur günstigere, schlechte Einheiten sind nicht unbedingt gut. Da müssen natürlich schon ein paar Boni her, dass die was taugen in meinen Augen. Ja, und er hat dann noch hier die Möglichkeit, weniger Unterhalt für Verstoßene und Bruten des Zinsch zu bezahlen. Dann bekommt er noch den Vorbild des Wandels. Das bringt ihm mehr Erneuerung der Barriere pro Sekunde. Und zwar 0,2%. Dann kann er die Gedankenlöschung durchführen. Das bringt uns Kosten für die Wandlung der Wege um 50% reduziert, also Verstand verwirren, feindliche Armee, dass sie sich, glaube ich, nicht bewegen können. Oder, ich weiß gerade eben nicht mehr genau im Detail, was das Ding tut, aber ich glaube, es ist, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Kosten der Winde der Magie für Verrat des Zinsch reduzieren. Das ist dieser Zauber hier, der Führerschaft und Nahkampfangriff deutlich reduziert. Dann kann er die Marionetten des Schicksals erlernen. Kosten für das Anfordern einer Armee von Vasallen oder auch von Verbündeten reduzieren, mehr diplomatische Beziehungen mit anderen Chaos-Fraktionen und durch eigene Opfer erhaltene Seelen plus 25%. Meins, alles meins. Bringt uns Chance auf Diebstahl von magischen Gegenständen in der Schlacht von plus 50%, das ist ein ordentlicher Bonus. Technologie stehlen plus 10% für alle Charaktere, das ist Fluff. Ja, aber Gameplay praktisch eher selten. Einkommen aus Beute nach der Schlacht plus 10%. Und last but not least, Meister der Zwietracht. Dann bekommt er noch mehr Zinsch-Autorität, wird dann auch zum Dämon, was er noch nicht von Anfang an ist. Und erhält die Fertigkeit Winde des Wandels, was ihm eine deutlich reduzierte Chance auf Kontrollverlust bringt und noch mehr Energienachladerate. Das erste, was wir jetzt allerdings machen, ist, glaube ich, tatsächlich, ja, wobei, bei ihm könnte es sich lohnen, auf Zauber zu gehen. Wir verstärken jetzt hier seine Zauberfähigkeiten und holen uns jetzt hier den Altar der blutroten Ernte. Da werden wir zum Glück keine Einheit verlieren, aber es wäre garantiert passiert, wenn ich die Truppen nicht zusammengelegt hätte, und vasalisieren nun hier den Saler-Stamm an der Stelle. Und können jetzt hier endlich auch ein wenig
unsere Gaben uns näher anschauen. Das erste, was wir bekommen haben, ist hier ein kleiner rosa Horror als kleine Belohnung dafür, dass wir das Ding jetzt hier eingenommen haben. Können jetzt hier nochmal zwei weitere Punkte ausgeben. Und ich glaube, dass ich ja den Verrat des Zinsch und das rosa Feuer hier erlernen möchte. Er hier hat hier Lehre des Metalls am Start. Ja komm, dann machen wir das sengende Verderben. Und damit schauen wir uns die Forschung an. Wir haben hier auch wieder die Zinsch-Autorität, die wir auch wählen werden direkt, um noch ein bisschen günstigere Truppen und bessere Truppen zu bekommen. Dann hier den Tempel des Zinsch, wie ihr seht, mehr physische Resistenz für alle Einheiten. Für jede aktive Gabe des Zinsch. Das ist ziemlich lustig. 3% klingt erstmal nicht viel, aber in Zusammenarbeit mit so einer Barriere kann das ganz schön was ausmachen über eine längere Schlacht, würde ich sagen. Und auch reduzierte Kosten für das Malgeben eines Charakters. Hier ist natürlich wie immer Chaos-Barbaren, hier ist wie immer dann Zinsch-Korruption und so weiter und so fort. Der Aufbau ist ansonsten, wie ihr sehen könnt, der gleiche. Nur mit halt Zinsch-Vorteilen wie bei den anderen Fraktionen. Wir schauen uns jetzt hier die Gaben des Chaos an. Da haben wir auch wieder einen neutralen Slot und einen Zinsch-Slot. Wir schauen uns den Zinsch-Slot als allererstes an. Da haben wir die Möglichkeit, entweder ein paar Kreischer des Zinsch uns mit der Zeit zu verdienen, wenn wir Probleme mit vielen großen Gegnern haben. Oder wir könnten hier noch mehr Trefferpunkte für die Barriere geben. Alternativ könnten wir auch hergehen und die wirbelnde Zerstörung uns hier gönnen, was uns noch mehr rosa Horrors bringt. Und ich glaube, ich möchte erstmal nochmal ein paar weitere rosa Horrors haben. Könnte uns hier irgendetwas interessieren? Bin ich mir momentan ehrlich gesagt ein bisschen unschlüssig. Wahrscheinlich ja, denn wir haben wenig Nahkampfpotenzial. Wir machen das. Die Chaos-Barbaren, die wir haben, sollten wir definitiv an dieser Stelle verbessern. Im nächsten Turn bekommen wir dann direkt die Aufgabe, dreimal das Mal des Zinsch zu verleihen. Und dann werden wir schön belohnt. Und das machen wir auch, denn wir haben genau drei Einheiten, mit denen wir das machen können. Wir geben jetzt mal diesen drei Einheiten hier entsprechend ein Level up. Aber ihr seht, das kann ich natürlich so nicht machen. Ich kann das natürlich nur machen, wenn die Einheiten jetzt hier entsprechend desselben Typus ausgewählt sind. Und dann haben wir die Wahl, jetzt hier klassische Barbaren des Zinsch zu nehmen. Dann bekommen die auch Barriere. Oder wir nehmen welche mit Speeren, die uns Boni gegen große Feinde bringen. Ich glaube tatsächlich, dass ich an der Stelle aber normale Barbaren des Zinsch nehmen möchte. Genau, für noch mehr Nahkampfangriff. Und den Kollegen hier werde ich jetzt hier zu seiner Hellebarden-Version machen. Da habe ich, glaube ich, mehr Spaß damit, als wenn ich jetzt hergehen würde und es hier den Chaos-Barbaren gebe. Dann haben wir noch Chaos-Ritter. Die könnten wir jetzt hier natürlich auch, wir haben übrigens natürlich auch die Belohnung bekommen, zu normalen Chaos-Rittern machen. Oder wir machen direkt hier Chaos-Ritter des Zinsch daraus. Die mit Lanzen haben natürlich deutlich mehr Rums, wie ihr sehen könnt. Aber ich bin ein Fan von Nahkampf-Kavallerie, oder? Ja, es kommt drauf an so ein bisschen. Ja, komm, wir gehen mal auf die mit Lanzen. Und haben damit jetzt hier schon mal eine volle Zinsch-Truppe und müssen uns jetzt hier nicht mehr mit den würdelosen Varianten hier auseinandersetzen, die kein Mal des Zinsch tragen. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich hier tatsächlich aus dem Altar der blutroten Ernte herausbewegen konnte. Denn wir haben hier ein ziemlich großes Gebiet zu erobern. Und unsere Truppen waren nicht unbedingt dazu in der Lage, sich jetzt hier mit denen hier so ohne weiteres zu messen. Was wir jetzt allerdings tun können, ist hier die Skaven attackieren. Und wir hatten bei der Rekrutierung einiger Einheiten auch ein größeres Glück, wie ihr sehen könnt. Ich habe nämlich hier tatsächlich Drachenoger und einen Riesen bekommen. Was wir jetzt hier noch machen, ist hier nochmal eine weitere Einheit Chaos-Barbaren uns hier anschließen. Die kann ich aber leider jetzt hier gerade eben nicht mehr mit einem Mal versehen. Werde jetzt aber hier diesen Skaven hier ihre Heimstatt abnehmen. Und das Ding jetzt hier einfach mal, ich glaube, oh, ich könnte es sogar direkt unterwerfen. Ich denke, ich werde sie einfach mal unterwerfen, weil dann bekomme ich auch direkt Verlustverstärkung und die Seelen. Und das ist ja das, was ich letzten Endes hier haben will. So, damit habe ich jetzt hier tatsächlich diesen Skaventrupp hier komplett unterworfen, was ich sehr, sehr geil finde, statt sie alle vernichten zu müssen. Und
kann Ihnen in Zukunft jetzt hier auch noch den Weg weisen, wo ich Sie gerne haben möchte. So, dann gebe ich euch jetzt hier nochmal die herrschende Präsenz, damit ihr auch nochmal ein bisschen Erfahrung sammelt in der Zwischenzeit. Kann diesen Trupp jetzt hier noch das Mal des Zinsch verleihen. Und schau dann mal, dass wir vielleicht demnächst jetzt hier auch den Turm von Krak haben wir ja schon. Hier den Bau des Trollkönigs uns jetzt hier noch einverleiben. Da haben wir nämlich noch ein bisschen Arbeit vor uns. Jetzt kommen wir endlich an den Punkt, wo wir unsere erste Provinz uns hier holen müssen. Dauert deutlich länger bei ihm, einfach deswegen, weil das Land so groß ist und es insgesamt 4 Siedlungen sind. Wir haben aber noch ein, zwei Sachen zu besprechen, bevor wir jetzt hier den Bau des Trollkönigs überfallen. Das erste ist, er hat natürlich auch eine besondere Waffe oder in dem Fall hier das Gefäß des Chaos, das ihm die passive Fähigkeit Gefäß des Chaos gibt, wodurch er noch mehr Barrierenerneuerung bekommt. Also das heißt, wenn wir es schaffen, aus dem Nahkampf rauszukommen, dann tickert hier seine Barriere ganz schnell wieder hoch. Das Ding bringt ihm auch noch 2 Zinsch-Autorität, reduziert die Kosten für die Wandlung der Wege um 100% für Magieentzug. Das ist sehr, sehr krass. Und bringt ihm nochmal einen Rettungszauber sowie Kosten der Winde der Magie minus 10% für Zauber der Lehre des Zinsch. Ihr fragt euch jetzt ja aber vielleicht, warte mal, der hat doch gar keine Grimoires. Wie bezahlt der denn jetzt hier seine Wandlungen der Wege? Mit Seelen, wie ihr sehen könnt. Das kostet uns immer 250 Seelen und Magieentzug, wie ihr sehen könnt, wäre dann, wenn wir diesen Stab hätten, sogar vollständig kostenlos. Wir können auch hier Schleier aufdecken, wie ihr sehen könnt. Wir können ausgebotenes Chaos machen, dass ich hier 3 Chaosbruten in einer Armee hätte. Das wäre vielleicht sogar eine lustige Aktion, denn wir haben ja auch einen Fokus auf diese Biester. Aber momentan, wobei doch die Chaosbruten des Zinsch sind wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich glaube, ich hau dafür hier die Hunde raus. Und verzichte. Die können später noch Chaosritter werden. Verzichte auf eine Einheit Chaosbarbaren an der Stelle hier. Und dann werden wir das jetzt hier gerade eh mal machen. Also Ausgeburten des Chaos. Zack. Und damit haben wir jetzt hier 3 Einheiten brutendes Zinsch für gerade mal 250 Punkte an Seelen. Das fand ich jetzt eigentlich einen ganz, ganz guten Deal, möchte ich sagen. Und damit werden wir jetzt hier den Troll ein klein wenig trollen und ihm zeigen, was wir von ihm halten. Nämlich nicht so viel. Und damit ist der Kollege da. Wir bekommen noch die Rüstung hier des Glücksritters. Und wir können das Ganze jetzt hier unserem Vasall schenken. Oder es einfach niederreißen für noch mehr Seelen. Ich glaube, in dem Fall können wir es direkt dem Vasall schenken. Denn ich möchte regenerieren. Weil nämlich wir jetzt damit schon in die Herzlande von Kislev anfangen vorzustoßen. Hier ist nämlich schon direkt hier Dajin. Und das bedeutet, dass für sie das Leben jetzt ein klein wenig verwirrender wird. So, ich kann jetzt hier, warte mal, das ist sehr teuer. Nee, das kann ich mir nicht leisten. Ich muss gerade eben noch mal ein bisschen Geld sparen. Aber was ich machen kann, ist euch jetzt hier gerade eben noch mal die entsprechenden Erlasse zeigen. Einmal haben wir hier die Möglichkeit Einsicht der Lehre. Chance der Verbreitung einer Seuche wird reduziert. Wir bekommen mehr Forschungsrate. Chance auf das Stärken der Winde der Magie in dieser Provinz. Alternativ haben wir wieder falscher Zeit, falscher Ort für Verteidigungsboni. Wir könnten Vasallen ausnutzen, was uns lokale Kriegsschauerrekrutierung und Baukosten beschert. Und wir können auch die Kulte begünstigen. Wir werden jetzt hier die Kulte begünstigen, denn ihr seht, die Zinsch-Korruption, die geht leider runter. Und das ist nicht so geil wegen den Skaven. Also die Skaven haben auch einen negativen Aspekt für uns, den wir im Auge behalten sollten. Ansonsten haben wir noch ein Level-Up, den ich jetzt hier einsetzen möchte, um den Verrat des Zinsch noch mächtiger zu machen. Er hier hat auch einen Level-Up, könnte glaube ich sogar schon das Mal des Zinsch bekommen, wenn wir uns diese im epischen 1500 leisten könnten. In diesem Falle sage ich, dass er vielleicht ein Kriegszauberer werden sollte. Ich glaube, ja komm, wir machen uns ihm einen Kriegszauberer, dass wir nochmal ein bisschen mehr Nahkampfpotenzial bekommen. Und dann bin ich jetzt auch mal wieder da, habe ich völlig vergessen. Und werden dann in der nächsten Runde mal zuschauen, ob wir
hier in Kislev ein bisschen wildern können. Hier bietet sich uns jetzt eine wunderbare Gelegenheit, denn Kostaltin hat sich in die Stadt Dajin zurückgezogen und scheint nicht so wirklich damit umgehen zu können, dass wir jetzt plötzlich vor seiner Haustüre stehen. Das hier können wir eiskalt berechnen und damit Kostaltin direkt schon mal hier in die Schranken verweisen. Jede Menge Erfahrungspunkte bekommen, jede Menge Seelen und Geld. Und daher das hier niemanden von unseren Stammlanden interessiert, reißen wir die Bude einfach nieder. So, jetzt haben wir hier noch Führerschaft plus 6 im eigenen Territorium, sowie ermöglicht Flammenattacken. Ja gut, das ist, sage ich jetzt mal, für uns als Zinsch eine ziemlich übliche Vorgehensweise, Flammenattacken verursachen. Die Fluchstandarte haben wir noch erobert und nochmal einen Fanatiker bekommen oder zwei. Und jetzt sind wir zum Glück sogar wieder zurückgekehrt in unser eigenes Gebiet und regenerieren ein klein wenig. Das war, würde ich mal sagen, eine ziemlich günstige Ausgangssituation für uns. Und auch hier haben wir ein Auge der Götter-Dilemma, bei dem wir nun vor interessante Wahlen gestellt werden. Wir können ja sagen, meine Legionen, was uns die passive Fähigkeit abscheuliche Regeneration bringt, sowie 100% Waffenstärke für Chaosbruten. Leider allerdings nur für 5 Runden. Das ist interessant. Also hier könnten wir krass jetzt unsere Chaosbruten buffen, die dann also regenerieren, damit halt auch feuerschwach werden, aber 100% mehr Waffenschaden bekommen. Alternativ könnten wir sagen, meine Festung, dann bekommen wir Chaosfuhren und einen Todbringer in unseren Rekrutierungskader. Meine Gaben, die Gabe der Wahl, was uns 75% weniger Aktivierungskosten für Gaben des Chaos beschert. Oder einen weiteren erhabenen Held. Ich glaube, ich nehme in diesem Falle tatsächlich den erhabenen Helden. So, damit haben wir nämlich hier... Heißt der auch Hexus? Interessant. Und ein brutales Geschäft ist auch noch am Start. Also nur mal zu schauen. Das wäre halt sehr heftig gewesen, ne? Jetzt hier denen diesen Schaden zu geben. Aber in meinen Augen ist das momentan nicht so ganz wichtig. Übrigens habe ich mich ein klein wenig zurückziehen müssen, denn hier passiert tatsächlich etwas. Der miese Legionen des Chaos, ehemaliger Mensch und Kislevit, fällt uns in den Rücken und hat den Nichtangriffspakt mit uns beendet. Was ich jetzt hier natürlich nicht einfach mal so weglächeln kann. Deswegen habe ich auch schon zu meinen Vasallen gesagt, sie sollen den Altar der blutroten Ernte verteidigen und mache mich jetzt auf den Weg zurück, wo ich gerade eben dabei war, hier den Kisleviten, die Leviten zu lesen und muss jetzt tatsächlich jetzt hier denen erstmal ordentlich wahrscheinlich Verhängnisburg wegnehmen. Naja, er hat den Nichtangriffspakt beendet und nicht ich. Es ist an der Zeit, unserem Gegner zuvorzukommen und er scheint es auch schon zu riechen. Er ist nämlich schon auf dem Rückzug. Wir werden jetzt als allererstes hier die Schwertbucht wegnehmen und ihm damit auch den Krieg erklären. Oh, da bekomme ich auch Krieg mit den Björnlingern. Ne? Dann wird es umso witziger, sage ich an der Stelle einfach nur. Wir haben das kommen sehen und da ist so gut wie gar keine Verteidigung drin. Wir gönnen uns hier auf jeden Fall jetzt hier mal die Fluchstandarte. Und zwar gebe ich die... Na, die bringt auf jeden Fall nochmal ein bisschen Geschossresistenz. Ich glaube, die gebe ich tatsächlich dem Riesen, weil der kann jedes bisschen Geschossresistenz tatsächlich dringend gebrauchen. So, damit haben wir den Laden jetzt hier erobert und geben ihn... Oh! Ich kann ihn tatsächlich nicht meinen Vasallen geben. Ja, dann soll es unserer sein. Ja, das Ding gehört nämlich tatsächlich gar nicht unserem Vasallen. Das Ding gehört den Wannerheimlingern. Okay, also tatsächlich denen, die hier auf Albion unterwegs sind. Ja, Albion ist eigentlich tendenziell eher da drüben. Okay, das ist schon mal verdammt gut zu wissen. Wir bleiben jetzt ja mal eine Runde hier drin und warten jetzt mal ab, was er jetzt hier macht. Denn als nächstes soll Verhängnisburg unser Ziel sein. Und da hat er einen Fehler gemacht. Wir lauten hier zwischen der Verhängnisburg und der der Schwertbucht in der Hoffnung, dass er irgendwie auftauchte. Und er tauchte auf. Und zwar höchstpersönlich hier mit seiner mächtigsten Streitmacht, die er hat.
Wir können übrigens jetzt auch mit in der Stellung Hinterhalt laufen, aber das wissen einige von euch wahrscheinlich schon längst. Wollte ich nur mal ganz, ganz kurz erwähnen, für alle, die das noch nicht wissen. Und ich habe in der Zwischenzeit auch unseren Kriegszauberer hier das Mal des Zinsch gegeben. Wir machen aus ihm auch einen Kriegszauberer, dass der ein bisschen tougher ist. Und schlagen nun zu. Besser könnte es gar nicht kommen, denn er ist hier tatsächlich in der Marschstellung. Und damit wir in dieser Folge auch noch eine Schlacht haben, kämpfen wir die. Und so stehen wir also bereit, ihnen hier den Garaus zu machen. Jetzt muss ich bloß diesen K-Button finden. Es sieht so aus, als ob wir das hier relativ leicht schaffen würden. Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, die Überhand und sogar zu ziemlich überall. Ihr seht, ich habe überall Truppen noch in den Verstecken gelassen. Wir werden jetzt hier trotzdem angreifen, denn ich glaube nicht, dass sie dumm genug sein werden, das zu tun. Also attackieren wir mal. Wir gehen in die Offensive. Ich schicke da drüben, glaube ich, mal einen Löwenanteil meiner Einheiten tatsächlich hin. So, wer hat denn hier noch kein Angriffsziel? Du hast hier noch kein Angriffsziel tatsächlich. Dann können wir ihn ja schon mal direkt hier unter Feuer nehmen, würde ich mal sagen. Ihr attackiert hier die da, ihr greift die da an und die da an. Du gehst hier hin und castest mal ein bisschen was Böses auf den hinunter. Dann würde ich sagen, können wir ihm ja auch nochmal einen ordentlichen Bolzen verpassen. Und unsere mächtigen, mächtigen Chagos und Chaosritter rücken natürlich jetzt auch aus. So, er sucht jetzt hier den Nahkampf mit uns. Das ist auf jeden Fall schon mal eine interessante Entscheidung. Vor allem, weil ich, glaube ich, auch seine Führerschaft jetzt hier mal ein klein wenig senken könnte. Ja, wobei er hat noch zu viel. Das lohnt sich ehrlich gesagt noch gar nicht. Er wird jetzt hier ordentlich zusammengeschossen. Er hat seine Situation, glaube ich, hier ordentlich falsch eingeschätzt. Wo sind meine anderen Chaos-Barbaren-Reiter? Die werden hier von diesen lustigen Bienchen hier verfolgt. So, ihr rollt jetzt hier vorbei und macht ihnen jetzt hier erstmal die Hölle im Rücken heiß. Währenddessen überall schon die Nahkämpfe entbrennen und wir den Kommandanten wegmachen müssen. Oh, da passieren hässliche, hässliche Dinge hier gerade eben, stelle ich gerade eben fest. Es sieht schlechter aus, als es im Grunde eigentlich ist. Ich werde jetzt hier mal reinburnen. Sobald ich das kann, dann casten wir nochmal das da auf die Truppe da drauf. Und jetzt sind wir nämlich im Rücken von denen hier und machen jetzt hier ihre Reiter nieder und ihre Infanterie. Ja, und da geht jetzt hier der Phrygnus, wie er jetzt hier in diesem Fall heißt, einfach mal so down, ne? Würdelos niedergemacht. Als ob er nichts könnte. So, ich cast jetzt hier lieber nochmal ein bisschen Moralreduzierung. Ich glaube, das bringt uns ein bisschen mehr in der jetzigen Situation. Dann bricht nämlich da drüben jetzt hier die Linie zusammen. Apropos Linie, hier machen wir mal ein Feuer des Zinschen. Und da ging er down, da ging er down, Freunde. So, ihr kämpft jetzt hier noch mit. Und sorgt dafür, dass unsere kleinen Horrors hier nicht selber einen Horror erleben müssen. Ihr verfolgt die hier gerade eben nochmal. Ja, die haben eine Menge auf sich nehmen müssen, aber schaut euch das mal an. Wir haben es trotzdem gewonnen. Die Vorteilssituation des Feindes war gar keine. Wir waren einfach hoffnungslos überlegen. Das war sogar schneller vorbei, als ich es ehrlich gesagt erwartet hatte. Und das Ganze sogar noch verlustärmer, als ich es erwarten konnte. Ja, also daher, dass jetzt hier hauptsächlich, so wie es aussieht, eine Dämonenarmee war, obwohl da auch einige Sterbliche dabei waren, bekommen wir leider keine Seelen. Wir können allerdings eine Verlustverstärkung uns jetzt hier gönnen und ich glaube, das mache ich auch. Und damit haben wir den Dämonenprinzen besiegt und bekommen damit hier mehr diplomatische Beziehungen mit Kislev, die wir überhaupt nicht brauchen. Aber dafür auch ein wenig weniger Verlust, also Verschleiß, was wir auch nicht unbedingt brauchen. Aber was nett ist, ist, dass wir jetzt die abgetrennte Klaue bekommen, die aufstrebenden Champions des Chaos durch unser Level-Up. Und wir sind nächste Runde dann
bereit, hier Verhängnisburg zu stürmen und damit hier unseren Herrschaftsanspruch über diese Lande endgültig zu zementieren. So, wir leveln jetzt hier gerade eben die Truppe nochmal ein bisschen hoch, denn das hat sich gelohnt für uns an der Stelle hier. Ich gehe jetzt hier auf Gehennas Hunde und dann werden wir uns in der nächsten Runde das noch holen. Das könnte jetzt hier, wenn wir Glück haben, zu einer ziemlich witzigen Situation führen. Ach, wenn wir rankommen würden. Wir kommen leider nicht ran. Denn dadurch würden wir nämlich die Wanner-Heimlinge auch direkt hier vasalisieren. Was wir jetzt aber erst in der nächsten Runde jetzt hier noch machen können. Aber da kann uns, glaube ich, jetzt keiner mehr daran hindern. Denn diese Festung hier ist eindeutig mit ihnen verstrickt. Und das holen wir uns jetzt hier. Können das Ganze hier berechnen. Bekommen noch die Ogerklinge. Oh, und nee, wir vasalisieren sie tatsächlich doch nicht. Okay, wahrscheinlich, weil sie bereits vasalisiert sind, gehe ich ganz stark davon aus. Aber ich habe es immerhin schon mal geschafft, jetzt hier nochmal die nächste dunkle Festung zu erobern. Dadurch noch mehr Gunst und Wachstum zu bekommen. Ich glaube, das könnte mit Festus zusammenhängen. Der ist sie, glaube ich, hier auf Albion vasalisiert hat. Also ihr seht, wundert euch nicht, dass ihr manchmal vasalisiert und manchmal nicht. Es kann gut sein, dass die schon Vasallen von jemandem sind. Also nur freie Fraktionen könnt ihr dann natürlich vasalisieren, alle anderen natürlich nicht. Und damit, meine lieben Freunde, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und weise jetzt hier am Ende der Folge noch einmal darauf hin, falls ihr euch den DLC auch holen wollt, denn er ist ja bald im Release, schaut unten in die Videobeschreibung, da habe ich einen Affiliate-Link für euch. Da könnt ihr diesen DLC Champions of Chaos mit diesen 4 neuen legendären Lords günstiger bekommen. Und zwar um 19% günstiger bis zum Release. Und nach dem Release sind es immerhin noch 14% günstiger mit dem Rabattcode MERPCHAMP. Ja, einfach draufklicken, in den Warenkorb legen, an der Kasse dann den entsprechenden Rabattcode angeben und sparen. Und damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal, denn ich bekomme dafür eine Provision. Die ist aber im Preis schon mit drin, ihr zahlt nichts extra. Damit, meine lieben Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit, tschüss und ade.